Good afternoon, 47. Your destination is Marrakesh, Morocco, where civil riots are looming. Your targets are private banker Klaus Strandberg and army general Reza Zidane, two of the conspirators in a sinister plot to overthrow Morocco's fragile government. Strandberg, a former bank CEO who stole billions of dollars worth of savings from the Moroccan people, was facing trial for investment fraud. But early this morning, a band of heavily armed mercenaries freed Strandberg from his prison transport, resulting in the death of several police officers. Strandberg now takes refuge at his native Swedish consulate, in front of which crowds of angry protesters have gathered, demanding his handover to Moroccan authorities. We believe General Zidane orchestrated Strandberg's escape to infuriate the public and spark nationwide riots, allowing Zidane to impose martial law. Operating out of a field HQ at a nearby abandoned school, he will no doubt use the riots to depict the Rabat government as weak and inept, and persuade the general's staff to support a fully-fledged military coup in the name of national security. Our client, building contractor Hamilton Lowe, who stands to lose a fortune in government contracts, has hired us to prevent the coup d'etat. To do so, you need to paralyze Zidane's rebel forces and prevent the riots from escalating further, hence the double contract. This is quite the political powder keg, 47, so be careful. The fate of a nation is at stake. I will leave you to prepare. Mission Stratos aktiv. Und damit willkommen zurück. Bin noch ein bisschen erkältet. Und wir spielen jetzt eine Runde Hitman. Und die Mission nehme ich zum vierten Mal auf. Einmal habe ich sie sogar schon fast abgeschlossen, beziehungsweise einen von den beiden schon. Welcome to Marrakesh 47. Erledigt. The situation grows more tense by the minute. The consulate is under lockdown. But the protests are only a stone throw away from full-blown riots. And Zidane won't hesitate to unleash his troops. So whatever you're planning, time is of the essence. Good luck, 47. War ich auch schon mal. Dreimal. Jo, gut. Ich habe alles verlernt. Komplett. Und ja. Gut. Wir machen jetzt hier mal irgendeine Quest. Und die da. Wenn ich Lust drauf habe. Mister? Nein, ich schnurz. Wie gesagt, ich war hier schon. Boah. Wie gesagt, einen schon fertig gemacht gehabt. How's your father? Doing well. Thanks for asking. He's upstairs right now working on this novel of his. Some kind of political thriller, I think. You know, airport lit. Oh, that's nice. So he doesn't miss the old school. Well, he was headmaster for 30 years. Yet he still carries around the master key. You know, the one that fits all the locks? Doesn't seem to be able to part with the damn thing. But that's nostalgia for you. Well, maybe now he'll be a famous writer instead. Right. Sorry, sir. Can't pass through here. Oh, give your old okay, wir dürfen ihn nicht rein und haben gerade eine Erfahrung gebracht, wie wir einen Schlüssel für die Schule kriegen. Könnte. Strandberg ist ein Lunatic. Hallo, Sir. Aber wir müssen erstmal halt da hinten hin. Und die reden alle ganz viel, was mich gerade total anstrengt. Wir kommen hier, glaube ich, nirgendwo rein. Aber? Sir, you can't just walk through here. Okay. Ich glaube, ich brauch so. This establishment is closed until further notice. Sorry, sir, I can't let you through. Got my orders. How Orwellian of you. Ich glaube, genau so habe ich letztes Mal auch versucht reinzukommen. Hab dann im Endeffekt irgendjemanden weggehauen. Moment. No way you're entering. Okay, ich überlege gerade kurz. Was machst du denn, wenn ich hier stehe und das dahin werfe? Hm.
unconscious over there, and I don't think they're sleeping. Son of a bitch! Warum hast du es gesehen? Hab vergessen, dass man die auch noch K.O. schlagen muss danach. You're under arrest. Put those. I got eyes on him right there. Okay, schade. Das war ein bisschen dumm von mir. Ach fuck, ich hab nicht gespeichert davor. Verdammt, ich hab das Spiel ein paar Wochen nicht mehr gespielt. Also das war nicht so schlau von mir. Welcome to Marrakesh 47. This... Naja, haben wir mitgekriegt. Danke. In Gelegenheit. Wir wollen das da machen. Dafür müssen wir erstmal uns eine Tracht besorgen. How's your father? Doing well. Thanks for asking. Ich sehe hier. He's upstairs right now working on this novel of his, some kind of political thriller, I think. You know. Ich gehe mal hier hoch. Und speichere mal. Da sieht man übrigens schon hier. Da habe ich schon. Da ganz viele. Sir. Auszahlen. Verkleiden. Wir sind hier Direktor. So, wir kommen nicht zufällig über die Dächer dahin. Warte. Wir haben schon mal Schlüssel zu der Scheiße. Der erkennt uns nicht als sein Vater? Oh, doch würde er, okay. Hi, whatever. I'm sorry, sir. I can't let you through. Okay, wir dürfen immer noch nicht durch. Das ist schade. Und hier stehen auch ein paar viele Wachen, um einfach einen auszunoggen. Okay. Dieser Part ist wahrscheinlich komplett ungeschnitten. Ah, das war die, mit der er eben geschnackt hat. Hi. If Crystal Dawn get involved, should we take action? No, no, we can't. Hallo. Sir, you need clearance to pass through. Okay. I'm gonna check it out. Please stand by. Wieso wir? Wir sind doch dein Kollege. Halt du hier mal Wache. Ich geh mal kurz auf Klo. Du weißt schon. Blas ist im Alter nicht mehr so gut. General Zayden keeps coming down here to check on the prisoner. I hear they were close. So, what'd he do, poor bastard? The way I heard it, his brother was one of the policemen who got killed when the Mercs attacked Strandberg's prison transport this morning. So, he got cold feet. Tried to blow the lid on the whole operation.
Not smart, but pretty human. I'm just glad I wasn't picked for the firing squad. I hear you. According to the soldiers, the condemned prisoner in the cell was a close friend of Zaydan. However, when his brother, a Marrakesh police officer, was killed during Strandberg's breakout, the prisoner decided to betray Zaydan and go public. Alas, he was caught before he could thwart the coup d'etat. Okay. Also der Gefangene war ein Kumpel von Zaydan. Wollte ihn verraten, weil sein Vater einer der Polizeileute... Wow, was? Zum Fick. Könnt ihr doch nicht machen hier, Alter. Ich weiß ja mal nicht, dass es hier verdächtig ist, was ich hier... Habe ich mit gerechnet, um ehrlich zu sein. Habe ich mit gerechnet. Gut. Dann werde ich jetzt wohl nochmal... Bin ich auch... Hä? Was macht das... Ach so, da hinten ist auch eine Treppe. Habe ich gar nicht gesehen. Sehr schön. Ich mach keine 20 Liegestütze, danke. Good work, 47. Now to locate General Zaydan. Denn wenn ich was gelernt habe, ist es häufiges Speichern. Never you mind. General Zaydan says the man's a traitor and that's all there is to it. Probably got cold feet about the operation and tried to rat us out. Ask the captain, he'll know. He's been on that phone forever. I wonder what's so important. Ex-wife. Yeah, I bet that's why you saved the execution for after the phone call. Commanding a firing squad is a pretty good way to vent. Beats screaming into a sofa cushion. That's pretty cynical. A man's life is on the line here. He probably deserves it. Lousy traitor. Der ist Traitor. Kannst du davon ausgehen. That is General Reza Zaydan, Keeper of the Peace. Scheiße, der hat mich erkannt. Was erkennt mich denn hier jeder? Kannst du mir nicht sagen, dass hier jeder die scheiß Rekruten kennt, Alter. Dreh dich um. Komm, weg. Ah, verkleiden Sie sich als Officer. Hast du nicht gesehen? Ja, feiner Junge.
Hey, mister! Who are you again? Er ist hier gar nicht. Jetzt stopfen wir den zu dem in den Schrank. Hack! Okay. Ihr seht, könnte länger dauern. 15 Minuten, aber schon. Ist ja nicht lange her, dass ich gespeichert habe. So, das heißt, wenn der sich gerade umdreht, ist doof. Salute, Soldier. Salutier du mal lieber. Ja, der da draußen hat es, glaube ich, gesehen. Fuck. Okay. Vielleicht schneide ich doch ein bisschen. Aber ich habe eigentlich nicht vor zu schneiden, weil ich das zeitlich nicht schaffe. Der Part sollte eigentlich Mittwoch spätestens kommen. Mache ich den vielleicht ungeschnitten raus. Wahrscheinlich, weil es ein Nahkampf war und dadurch lauter. Achso, nee, der hat das gesehen, wer das hier reingestopft hatte, ne? Genau, das war das Problem. Scheiße. I just... Come on! Someone's doing stuff that you do. Hey, sir! Stop! Fuck! Ah, Gott. Mann, das hat eben so gut geklappt. Du musst darauf achten, dass der Typ nicht... Entschuldigung, ich bin dann immer so ruhig und versuche mich zu konzentrieren.
Ich glaube, wir hauen jetzt erstmal den draußen weg. Nein! Ach, dich. Schaden. Ach, Gott sei Dank, ey. Eine Fresse. Gott. Alter. Ja, man merkt schon, dass es ein bisschen schwieriger wird. Scheiße, hier. Ist. Dann lassen wir einfach da liegen. Wir warten jetzt kurz, bis der weg ist. Wir nur um Tage handeln. Hau ab. Ich weiß auch zum Fick nicht, warum der mich erkennt. Perfekt. Crap. Is that what I think? Seriously, what are... Das sollst du halten. Komm, du siehst ihn nicht, ne? Gott, ist das alles scheiße. Geh weg, komm bitte. Come in, Command. There's a naked male here. Very dead. Ich hoffe, dass es jetzt keiner mehr merkt. Hier leider keine Kiste in die. Wenn nächster vertraut, dann merkt das natürlich nicht. Welcome, Sir. Arabin. Wow. Liegt da gleich erstmal weg. Dann stecken wir ihn erstmal hier in eine Kiste. Wir speichern hier. Gehen wir den ganz schnell hier drüben rein. Klopfen wir hier eine Kiste, dann sind wir fertig. Fertig. Perfekt. Also man kann keine Munition doppeln. Okay, ich dachte, man kann Munition doppeln. Aufnahme läuft noch. Ich habe das ganz kurz überprüft. Und ich glaube, hier drin erkennt uns keiner mehr. Wir müssen... Und er hält uns hin. Denn wir übernehmen jetzt die Wachen. No. Scheiße. You're dismissed. General Seyden's orders. Kann doch hier. Yes, sir. Thank you, sir. Anning. Thinks he can get away with this. Oh, the men'll see through him. They'll know. They'll rise up against him. Yeah. Good old-fashioned mutiny. That
That's right. Officers against the wall. Any minute now. Any frickin' minute. Okay, wir speichern jetzt mal hier kurz. Ich habe nämlich keine Ahnung, was jetzt passieren wird. Is someone in here? Hello? Ist gut, dass wir jetzt mit Maske über dem Kopf ihn noch in diesen Schrank stecken können. Kein Objekt erlaubt. Das heißt, ich muss das Objekt mal ablegen. Good plan. Zedan won't expect resistance from a tied up prisoner. Sehr gut. Jetzt warten wir auf General Zedan. Warum wegen da oben zwei? Ich glaube, ich war noch nicht oben. Die beiden verstehe ich nicht. Zedan ist upstairs. Sitze hier. Und warte auf ihn. Normalerweise würde ich jetzt eine lustige Musik hier einbauen und ein bisschen vorspulen, aber wie gesagt, keine Zeit für heute. Da kommt er ja schon. Ja, ich wette, er will mich gleich ein bisschen verquatschen. Frag jetzt den Typen, warum keine Wache hier ist, oder? You're kidding me. Time to decide. What should I do? Ich speichere noch mal ganz schnell. Don't tell me you're sleeping, Syed. Plenty of time for that, I'm sure. Target down. Move on to Klaus Strandberg. Das war einfacher als gedacht. Scheiße, wir hätten uns glaube ich jetzt einfach kleiden können. Mit einem Ziegel auch noch nehmen. Zack, und er kann speichern. Okay, dann hoffe ich, euch hat dieser Part gefallen, auch wenn er mal ungeschnitten war. Feedback von, ja, weiß nicht, Freddy werde ich so erhalten. Wer sonst noch Feedback geben möchte, kann dies gerne in den Kommentaren machen. Und dann hoffe ich, man sieht sich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.